Im heutigen Video gibt es roh vegane Rezepte und Inspirationen für die Weihnachtszeit. Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch ein paar roh vegane Rezepte vorstellen, die sehr gut in die Vorweihnachtszeit bzw. in die Weihnachtszeit passen. Für meine Rezepte verwende ich zum Beispiel gerne getrocknete Buchweizensprossen. Die lassen sich mit einem Hochleistungsmixer ganz schnell zum Mehl vermahlen oder mixen. Und dann kann man dieses Buchweizenmehl dann ganz gut für roh veganes Gebäck weiterverarbeiten. Oder ich verwende zum Beispiel für meine roh veganen Lebkuchen Roggensprossen. Diese Lebkuchen sind zwar nicht glutenfrei, weil die Roggensprossen noch Gluten enthalten. Das Gluten wird erst nach und nach abgebaut, aber diese Roggensprossen eignen sich wirklich sehr gut, um ganz leckere, roh vegane Lebkuchen herzustellen. Roggensprossen lassen sich ganz einfach keimen, beziehungsweise Roggen lässt sich ganz einfach keimen. Einfach den Roggen 12 Stunden, am besten über Nacht, in Wasser einweichen, dann am nächsten Morgen das Einweichwasser abgießen, die Roggenkörner dann mit frischem Wasser spülen und das Ganze 2 bis 3 Tage ankeimen lassen und immer morgens und abends mit frischem Wasser spülen und dann das Wasser gut abtropfen lassen. Und nach 2, 3 Tagen hat man wunderbare Roggensprossen und kann die auch sehr gut weiterverarbeiten. Und wie, das seht ihr auch hier in diesem Video. Ich stelle euch in diesem Video 3 weihnachtliche Rezepte vor, für die man ein Dürrgerät benötigt. Mittlerweile habe ich 2 Dürrgeräte, 2 kleinere Dürrgeräte. Eins ist sogar aus Edelstahl, das zeige ich euch in diesem Video. Wer sich für ein Dürrgerät interessiert, dann verlinke ich euch meine beiden Dürrgeräte unter diesem Video. Den RevoTry, den nutze ich schon seit einigen Jahren und bin damit sehr, sehr zufrieden. Jetzt geht's aber erstmal los mit den Rezepten. Hier seht ihr die Zutaten für mega leckere roh vegane Lebkuchen. Hier in dieser Schüssel seht ihr gekeimten Roggen. Das sind ca. 660 Gramm. Die lasse ich so 2, 3 Tage ankeimen. Dann haben wir hier Möhrentrester. Das sind 210 Gramm. Hier haben wir das Süßungsmittel. Das sind Datteln. Das sind ca. 750 Gramm. Wer es süßer mag, kann mehr Süßungsmittel nehmen. Und hier sind noch 3 andere Zutaten, ca. 6 Esslöffel Kakao, ca. 6 bis 7 Teelöffel Lebkuchengewürz und das sind ca. 7 bis 8 Esslöffel Kokosmehl. Als erstes gebe ich die Roggensprossen und die Datteln durch den Püriereinsatz des Angel Juices und stelle daraus einen Teig her. Jetzt habe ich alle Roggensprossen und die Datteln durch den Püriereinsatz des Angel Juicer gegeben. Ihr seht, da ist ein schöner Teig daraus entstanden und diesen vermische ich jetzt mit den restlichen Zutaten. Ich habe jetzt nochmal die Schüssel gewechselt. Ich brauchte eine größere Schüssel, wo ich alles gut miteinander vermischen kann. Und da gebe ich jetzt den Möhrentrester dazu, das Kakaopulver und das Lebkuchengewürz. Diese Zutaten vermische ich jetzt erstmal und zum Schluss gebe ich das Kokosmehl dazu, vor allem dann, wenn ich die Lebkuchenrollen forme. Fertig ist der Lebkuchenteig. Diesen Lebkuchenteig forme ich jetzt erstmal zu Rollen. Die Rollen können verschieden groß sein, je nachdem, welche Größe die Lebkuchen haben sollen. Hier seht ihr schon 2 Exemplare. So sehen ja die Lebkuchen dann aus und ich forme jetzt Rollen. Und der Teig ist ja recht feucht und damit ich den gut formen kann zu Rollen, nehme ich das Kokosmehl zur Hilfe. Die Rollen stelle ich über Nacht kühl und werde sie dann am nächsten Tag weiterverarbeiten. Einen Teil der Lebkuchenrollen habe ich jetzt schon aufgeschnitten und auf eine Dürrebene meines Dürrgerätes gelegt. Das werde ich jetzt auch mit den restlichen 3 Rollen machen und dann geht das Ganze ab in mein Dürrgerät. 46 Lebkuchen warten darauf, gedörrt zu werden. Ich dürre bei uns im Flur, weil wir hier den meisten Platz haben. Hier seht ihr 2 Dürrgeräte. In der Küche haben wir nicht so viel Platz. Rechts den RevoTry, da habe ich jetzt auch schon die 2 Dürrebenen mit Lebkuchen hineingeschoben. Dieses Dürrgerät nutze ich schon seit ein paar Jahren und bin damit sehr, sehr zufrieden. Und seit Sommer habe ich das Büso-Dürrgerät, komplett aus Edelstahl. Das kommt auch regelmäßig zum Einsatz, gerade wenn ich
verschiedene Sachen zubereite, zum Beispiel kurz vor einem Potluck oder ein gemeinschaftliches Essen, dann nutze ich immer beide Dörrgeräte. Ich kann beide Dörrgeräte empfehlen für Menschen, die lieber Geräte aus Edelstahl mögen, ist natürlich der Büso oder das Büso-Dörrgerät sehr gut geeignet. Die Lebkuchen dürre ich jetzt ca. 6 Stunden bei 40 Grad. Nach 4 Stunden entferne ich die Dörrfolie, dann kann das Ganze noch mal gut durch die Gitter trocknen. Nach dem Dürren habe ich die Lebkuchen auskühlen lassen und von beiden Seiten mit selbstgemachter Schokolade bestrichen. Einfach aus Kakaomasse, Kakaobutter, Kakaopulver, ein bisschen Kakaopulver und Dattelsirup. Ein leckeres weihnachtliches Fruchtnaschi kann aus wenigen Zutaten hergestellt werden. In meinem Vitamix-Behälter befinden sich 10 mittlere sehr reife Bananen, dann haben wir hiervon 3 Esslöffel Kakaopulver und in der anderen Schale, da seht ihr 2 Teelöffel Lebkuchengewürz. Kakao und Lebkuchengewürz gebe ich mit zu den Bananen. Das Ganze wird zu einer homogenen Masse gemixt. Und das Ganze wird dann ca. einen halben bis einen Zentimeter dick auf Dürrebenen eines Dürrgerätes gestrichen. So sieht es dann aus. Die Dürrebene 2 ist auch fertig und Dürrebene 3 ist fertig für das Dürrgerät. Das ist das Weihnachtsfruchtnaschi aus Bananenkakaopulver und Lebkuchengewürz. Ich rolle die entstandenen Matten immer zusammen und schneide diese in Stücke und da ergeben sich hier solche kleinen Schokoschnecken. Für rohvegane Vanillegipfel benötige ich 4 Zutaten. 250 Gramm Mandeln, 150 Gramm Datteln, 1 Teelöffel Vanillepulver und 3 bis 4 Esslöffel Kokosmehl. Alternativ kann auch Mandelmehl bzw. Mandeltrester verwendet werden. Wer regelmäßig Mandelmilch herstellt, der hat ja dann den Mandeltrester übrig. Der kann getrocknet und in geschlossenen Gläsern aufbewahrt werden und dann eben für solche Rezepte weiterverwendet werden. Die Mandeln werden für dieses Rezept gemahlen und die Datteln gebe ich durch den Püriereinsatz des Angel Juicers, um ein Dattelpüree zu erhalten. Die gemahlenen Mandeln, das Dattelpüree, das Vanillepulver und das Kokosmehl knete ich jetzt zu einem Teig und werde noch ein bisschen Wasser hinzufügen, sodass ein geschmeidiger Teig entsteht, aus dem ich Gipfel formen kann. So sieht der Teig dann aus und daraus forme ich jetzt Gipfel. Die Vanillegipfel werden jetzt bei 40 Grad ca. 8 Stunden gedörrt. Die Vanillegipfel sind fertig. Ich habe die noch warmen Vanillegipfel in gemahlenen Birkenzucker gewälzt und das ist das Ergebnis. Simon macht gleich mal eine Kostprobe. Das sind rohvegane Vanillegipfel aus wenigen Zutaten. Und? Lecker. Lecker. Daumen nach oben und lecker. Ich hatte kürzlich in einem Video erwähnt, dass ich mir beim Zubereiten in der Küche gerne Vorträge, Interviews oder Hörbücher anhöre. Und dann kam dann auch die Frage, was ich denn so anhöre. Also am liebsten höre ich mir Krimis an oder die Hörbücher von Sebastian Fitzek. Das sind Psychothriller und die sind wirklich sehr, sehr genial. Habe ich jetzt, glaube ich, alle schon gehört. Das ist das Letzte, was es noch von ihm gibt, was ich noch nicht gehört habe und das ist immer sehr, sehr spannend. Für die Rezepte habe ich Mandeln, Datteln, Buchweizen und Kakaopulver von Süß und Clever verwendet. Süß und Clever hat ein ganz großes Angebot an Trockenfrüchten, Nüssen, keimfähigen Saaten und verschiedenen Pulvern wie eben Kakao, Lukuma, Zimt und so weiter. Und hier seht ihr auch eine kleine Auswahl an Trockenfrüchten. Und hier eine kleine Auswahl an Nüssen, Kernen und keimfähigen Saaten. Bei Süß und Clever gibt es für alle Erstbesteller 10% Rabatt auf den Einkauf. Ihr findet den Link zu Süß und Clever und den Rabattcode unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das sind rohvegane Spitzbuben mit einer Marmeladenfüllung aus Himbeeren, Datteln und Chia. Letztes Jahr habe ich dazu auch ein Video gemacht, das verlinke ich oben in den Infokarten. Wenn ihr lieber einen Rezeptartikel möchtet, dann verlinke ich euch den Rezeptartikel unter diesem Video.
Dieses Rezept findet ihr auch in meinem E-Book Dürren leicht gemacht. Diese selbstgemachte Schokolade passt sehr gut in die Weihnachtszeit. Sie besteht aus Kakaomasse, Kakaobutter, Kakaopulver, Kakaopulver und als Süßungsmittel habe ich Dattelsirup verwendet. Das ist die gleiche Schokolade, die ihr hier auf den selbstgemachten Lebkuchen seht. Allerdings enthält diese Schokolade hier, diese Schokoladentäwischen, noch eine andere Zutat, nämlich noch ein reines ätherisches Öl von Young Living, Thieves Plus. Thieves Plus ist eine Ölmischung und diese Mischung besteht aus Zitrone, Nelke, Zimt, Rosmarin und Eukalyptus. Und diese Mischung passt wirklich sehr gut in die Weihnachtszeit. Dieses Thieves Plus kann man eben für Schokolade verwenden, sich aber auch in den Tee einen Tropfen hineingeben. Und ich verwende dieses Öl auch für eine morgendliche Routine schon seit ein paar Monaten. Dazu mache ich demnächst auch nochmal ein Video. Es gibt auch normales Thieves in größeren Flaschen, das verwende ich dann für meinen Vernebler. Und es gibt auch jetzt, gerade in der Vorweihnachtszeit, einen herrlichen Duft. Alle im Video gezeigten Rezepte findet ihr auch in meinem E-Book Dürren leicht gemacht. Bis zum 21.12. gibt es auf dieses E-Book 20% Rabatt. Ihr findet den Link zum E-Book im ersten angepinnten Kommentar bzw. unter diesem Video in der Infobox. Ich hoffe, euch haben diese Rezepte gefallen. Schreibt mir gerne ein Feedback unter dieses Video in den Kommentaren und lasst eure Meinungen, eure Gedanken dazu da. Beziehungsweise würde mich auch interessieren, was bereitet ihr gerade in der Vorweihnachtszeit zu? Backt ihr eher vegane Plätzchen? Backt ihr eher konventionell? Stellt ihr roh vegane Köstlichkeiten her? Oder interessiert euch das alles überhaupt nicht und ihr beteiligt euch nicht an dieser Weihnachtsschlemmerei? Ihr findet unter diesem Video in der Infobox bzw. im ersten angepinnten Kommentar die Links zu meinen Dürrgeräten und auch zu Süß und Clever. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald, ihr Lieben.